Seele war von den Toten zurückgekehrt. Aber Pharaos Leibwache war Imhotep gefolgt und hinderte ihn, das Ritual zu Ende zu bringen. Imhoteps Priester wurden zur Mumifizierung bei lebendigem Leibe verurteilt. Doch über Imhotep selbst wurde der Homdai verhängt. Der schlimmste der uralten Flüche, der so schrecklich ist, dass noch nie jemand damit belegt worden war. Sollte für immer im Sarkophag eingeschlossen bleiben. Ein Untoter für alle Ewigkeit. Die Magi, die Leibwache des Pharaos, würde nie erlauben, dass er freigelassen wird. Denn er würde als wandelnde Seuche auferstehen, als Plage der Menschheit, als unheiliger Fleischfresser, mit der Kraft der Jahrhunderte ausgestattet, der Macht über den Sand und dem Ruhm der Unbesiegbarkeit. Das hier ist nicht das Buch des Amun-Ra. Etwas ganz anderes. Das ist möglicherweise das Buch der Toten. Das Buch der Toten? Bist du sicher, dass du mit dem Ding rumspielen willst? Es ist nur ein Buch. Und wenn ich das recht verstanden habe, soll Lesen bilden. Sowas passiert dir öfter. Was steht da? Amun-Ra... Amun-Day. Es geht um die Nacht und den Tag. Sue Ahara, Octu Upsin Masibet Baya. Imatib den zum Pike, Setsue, Yatue, Yatue, Yatue. Nein! Sie dürfen aus dem Buch nicht vorlesen! Wer ist das? Wer ist da? Denn jetzt? Gott sei Dank, Mr. Burns. Ich habe schon langsam Angst gekriegt.
Weil alle weg sind und... Oh mein Gott! Thank you.